Los geht's, Rön. Herzlich willkommen hier in unserer Schatzkammer und hier haben wir wieder eine neue Folge von unseren Pokémon Openings. Wir haben bereits aus diesem Set 2 Glurak-Karten in unserer Sammlung safe und diese weiteren 3 Glurak-Karten wollen wir auf jeden Fall finden. Dieses Set ist momentan ultra gehypt und auch nicht grundlos. Hier können wir einfach 5 verschiedene Glurak-Karten ziehen. Und natürlich auch viele weiteren krassen Karten und wir sind gespannt, welche hier alles auf uns zukommen. Ohne lang rumzuzögern, nehmen wir hier direkt unseren ersten Booster-Pack raus und sind mal gespannt, ob wir mit einem Hit anfangen. Unser Kartentrick darf natürlich nicht fehlen und wir fangen auch direkt damit an. Einige Zuschauer haben uns ein paar Fragen in den Kommentaren gestellt und auch diese werde ich versuchen hier in diesem Video zu beantworten. Zuerst müssen wir aber schauen, ob wir hier Glück haben und direkt mit einem Hit anfangen. Wir sind an unserem Reverse angelangt und jawohl, auf jeden Fall ein Hit, Leute, ein gutes Zeichen. Wir haben eine Holy Moly Karte. Also eine Holo-Karte ist für mich auch ein Hit und über einen Hit kann man sich nicht beklagen und hier haben wir auch direkt schon unseren nächsten Booster. Wir werden auch hier natürlich gleich unseren Kartentrick machen und wieso wir diesen Kartentrick machen, ist, dass wir zumindest die Option haben, die beste Karte als letztes dran zu bekommen, so dass es auch spannend wird. Ich könnte natürlich auch diesen Booster ohne einen Kartentrick öffnen, dann wäre halt die beste Karte irgendwo mittendrin und jetzt nicht so wie hier als letztes. Also in diesem Pack war jetzt kein Hit drin, aber wenn es so wäre, wäre es so gewesen. Und wieso man Pokémon-Karten sammelt, also es gibt verschiedene Arten von Pokémon-Kartensammler. Die einen sammeln nur Sealed-Produkte, sehen das als Wertanlage und legen sich ganz viele Boxen und Blister und Displays zur Seite, die noch gar nicht geöffnet worden sind. Nur mal nebenbei, das sind die ersten 3 Codes von den ersten Packs, falls ihr euch gedacht habt, warum zeigt ihr uns die Codes nicht. Und dann gibt es auf jeden Fall noch Pokémon-Kartensammler, die sammeln wirklich nur die Karten, wollen diverse Sets vollkriegen und Master-Sets zusammenkriegen. Diese machen das auch meistens schon aus Leidenschaft und schon seit der Kindheit und sind dann auch wirklich Pokémon-Kartensammler und machen das nicht nur wegen dem Wert. Da gibt es aber auch natürlich Sammler, die das nur wegen dem Wert machen und das quasi als Geldanlage sehen und sich Sachen kaufen, die nur Potenzial an Wertsteigerung haben. Es gibt aber auch natürlich welche, die alles an Pokémon sammeln. Dass die einen oder anderen Karten an Wert steigern, stimmt natürlich auch. Aber da muss man so einige Sachen beachten. Und ich sehe hier was Krasses, Leute, und tschüss! Endlich haben wir hier was Krasses gezogen, Leute, lange gequatscht. Wir haben hier eine Remax Golds und auf jeden Fall dahinter noch einmal tschüss! Also wegen meinem tschüss musste ich selber gerade lachen, aber sind auf jeden Fall 2 sehr schöne Karten, werden auch direkt eingepackt. Und was ihr natürlich bei den Wertsteigerungen beachten solltet, dass die Karten natürlich im guten Zustand bleiben. Im besten Falle natürlich mit guten Schutzfolien geschützt und gut aufbewahrt. Und nach einigen Jahren könnte es schon sein, dass die eine oder andere Karte enorm einen Wert steigert. Aber ich persönlich finde, man sollte nicht nur nach den Werten schauen und auch etwas Spaß daran haben, diese Karten zu sammeln. Einen krassen Big Hit hatten wir bereits und kommt hier noch einer. Schauen wir jetzt mal und... jawohl, Forschung des Professors. Eine Holo-Karte, auf jeden Fall nice. Also die letzten paar Booster waren jetzt nicht unbedingt nice. Und was haben wir hier? Schade. Dafür haben wir hier unsere Top-Zuschauer, die immer wieder unsere Videos fleißig liken, teilen und kommentieren. Und die stehen heute hier wieder auf unserer Tafel und das werden wir in Zukunft öfters machen, so damit es fair bleibt und jeder mal drankommen kann. Und ich habe mir mal was Kleines einfallen lassen und werde jetzt auch hier unsere nächsten Booster-Packs mit unseren Top-Zuschauern gemeinsam öffnen. Schauen wir mal, ob uns die Namen etwas Glück bringen und als erstes nehmen wir hier mal Julian. Julian, hoffentlich bringst du uns Glück bei unserem nächsten Pack. Und wenn ihr wollt, dass wir in Zukunft auch mit euren Namen Packs öffnen und schauen, ob ihr uns Glück bringt, dann schreibt es uns auf jeden Fall schon mal in die Kommentare und wir schauen auch hier, was auf uns zukommt. Julian, gönnst du uns? Und jawoll! Nice, wir haben hier einfach eine Wii-Karte in Full Art. Eine sehr schöne Karte, wird bei uns sofort eingepackt. Als nächstes nehmen wir mal die Nala. Nala, auch du, Grüße gehen raus, hoffentlich bringst du uns Glück. Dieser Pack wird in deinem Namen geöffnet. Und wenn dir unsere Pokémon-Openings gefallen, haben wir auf jeden Fall sehr viele neue Videos hier auf unserem Kanal online. Und wenn du uns dabei unterstützen willst, kannst du gerne jetzt hier kostenlos unseren Kanal abonnieren. Und aktivier doch gleichzeitig die Glocke, so kriegst du jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn neue Videos oder Updates online kommen und verpasst kein neues Video mehr.
Und an unserem Ziel angelangt, Pixie. Nice. Osan hier der Nächste und wir schauen mal, ob du uns hier Glück bringst. Und wir haben hier einen Glurak-Booster. Sind mal gespannt, ob wir hier mit Osan einen Glurak ziehen werden. Die Codes für die Karten könnt ihr natürlich verwenden. Wenn ihr Pokémon online spielen solltet, könnt ihr mit diesen Codes Booster-Packs öffnen. Und diese Karten natürlich online sammeln und damit spielen. Dann schauen wir jetzt mal, gönnt er uns einen Glurak und... Schade. Auf jeden Fall probiere ich hier jetzt mal mein eigenes Glück. Sammelst du eigentlich auch Pokémon-Karten oder hast eine Sammlung oder willst gerne deine Karten tauschen? Dann kannst du mir auch gerne auf Insta schreiben, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Oder mir einfach nur Bilder von euren Sammlungen schicken, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was für coole Karten ihr so habt. Das Pack sollte mein Glück sein und wir schauen, ob wir was haben und wir sehen auch schon was. Und jawoll, es ist eine Full Art Trainerkarte und Gloria ist am Start. Und dahinter haben wir direkt nochmal einen Hit, eine Holo-Karte, Befehl vom Boss. Zwei coole Trainerkarten sind hier auf jeden Fall schon mal safe. Und jetzt hier noch einmal für Jonas TV. Grüße gehen raus. Und, nice, wieder ein Hit. Auf jeden Fall haben wir einen Fisch. Last Pack Magic, Freunde, unser letzter Booster Pack mit einem Glurak drauf. Wir schauen jetzt auch gleich rein, ob da jetzt irgendeiner dabei ist. Natürlich würden wir noch eine weitere krasse Karte feiern. Wir sind aber ziemlich gut dabei, haben unseren Reverse. Dahinter haben wir diesmal leider nichts gehabt. Aber was soll's, wir haben ziemlich coole Karten gezogen, hat Spaß gemacht und hier nochmal unsere ganzen Karten im Überblick. Unsere ganzen Hitkarten, die wir aus 18 Booster Packs gezogen haben. Was meint ihr, hat es sich gelohnt? Hat auf jeden Fall mit euch Spaß gemacht, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, peace.